Willkommen zu Froggun Encore, dem Nachfolger zu dem Spiel Froggun, was wir vor kurzem auf dem Kanal komplett durchgespielt haben. Oder zumindest so zu 99%, würde ich mal behaupten. Und ich habe mich lange auf dieses Spiel gefreut, denn in diesem Nachfolger soll angeblich so ziemlich alles gefixt worden sein, was ich an Problemen hatte am ersten Teil. Und ich bin da ziemlich gespannt drauf, wie das Spiel hier so abläuft. Für die Leute, die es nicht kennen, ist ein sehr süßer 3D-Plattformer mit einer Frog Gun, das ist der Name auch, mit der wir nicht nur an Wänden klettern können, sondern auch noch Gegner auffressen können. Aber das werdet ihr alles sehen. Schauen wir direkt mal erstmal rein. Ich kann euch empfehlen, Frog Gun 1 oder einfach nur Frog Gun, wie das Spiel hieß, euch auch noch anzuschauen. Ich weiß nicht, ob das besser ist hier nach oder hier vor. Entscheidet ihr es einfach für euch. Wir fangen an. Und versucht so gut es geht, das alles zu besetzen. Liebes Tagebuch. Oh, okay. Der Text geht automatisch weg. Nee, dann lese ich nicht vor. Okay, die haben Urlaub gemacht. Die beiden wurden übrigens Freunde am Ende des letzten Teils. Und nein, sie kommen nach Hause und alles wird überrannt von den Fliegen. Sie rächen sich. Ich glaube, er war der Endboss aus dem ersten Teil, bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, die Fliegen sind ganz, ganz böse. Und jetzt haben sie sich gezeigt. Oh no. Wir müssen uns dagegen wehren. Das Spiel hat einen Multiplayer, sehe ich gerade. Oh, Player 2. Okay. Ich muss direkt schon mal sagen, die Grafik ist zwar sehr, sehr ähnlich, aber schon besser. Schon besser auf jeden Fall. Oh, Gott sei Dank, du bist zurück. Hey, was ist denn passiert, Herr? Diese Pesky-Fliegen sind zurückgekommen. Sie looten gerade die Stadt. Hey, überlass das uns. Wir finden heraus, wer hinter dem Angriff steckt. Oh, vielen Dank. Es gibt keine Zeit zu verschwenden. Okay, wenn das so ist, dann verschwenden wir kurz Zeit, indem wir den Sound runterdrehen. Weil aus irgendeinem Grund ist die Musik hier ziemlich laut in dem Game. Es geht richtig ab hier. Und ihr seht auch schon, können unsere Frog Gun aimen, schießen und Sachen damit grabben, wie auch Gegner. Hey, du solltest dir mal alles gründlich anschauen. Unter manchen Gegenständen könnten sich Münzen oder sonst irgendwas hinter verstecken. Ja, Kollege, da hast du definitiv recht. Also, von der Steuerung her jetzt schon. Wir haben einen Double Jump neuerdings. Cool. Aber generell, die Steuerung, die fühlt sich schon sehr viel flüssiger an, muss ich schon zugeben. Die fühlt sich auf jeden Fall flüssiger an. Hey, pass auf mit den Fliegen dort. Schieß mich gegen sie und dann fress ich sie für dich auf. Oh. Bam. Also er frisst sie nicht auf, aber er kann sie auf jeden Fall aufheben und wegschleudern. Boah, warum geht denn die Musik auf einmal so ab? Junge. Crazy. Und man kann euch Grafik auch hochstellen. So aufs ganze Maximale. Und das habe ich, glaube ich, auch getan. Und hol! Einen Hut haben wir bekommen. Hey, wenn du zu viele Treffer bekommst, dann verlierst du doch deinen Hut. Also nimm lieber einen für mehr Protection. Okay, ich schätze, da hast du auf jeden Fall einen Punkt. Oh nein. Gut, dass die Steuerung hier besser ist. Ich komme hier gerade ganz easy retten durch diese zwickige Lage. Und sehr interessant, wie schnell jetzt die Zunge ist. Die ist extrem schnell. Vorher war die so halb so schnell. Fällt natürlich dann sofort auf. Also mir zumindest fällt es sofort auf. Du solltest dich auf jeden Fall mal umschauen. Es gibt überall Geheimnisse zu finden. Left Trigger. Achso, einfach springen. Ja, ja, springen. Aber die Kamera kann man nicht mehr frei drehen. Oh, warte, was? Ah, ich kann mich da festhalten für einen kurzen Moment. Ah, okay. Zack, und dann nochmal springen. Cool. Da wollen wir lang. Zoom. Denn das hier ist ein Bonus-Level. Die werden jetzt scheinbar richtig gekennzeichnet. Vorher waren das einfach nur so Höhleneingänge. Jetzt ist es ein richtiger Teleporter mit einem Skull drauf. Und nachdem man das eingesammelt hat, muss man auch nicht wieder zurück zu dem Teleporter. Was war denn gerade im Hintergrund? Da ist noch was rumgeflogen. Habt ihr es gesehen?
Ah, ich sehe es. Man kann entweder einen Jump machen und dann noch schießen oder einen Double Jump, aber dann kannst du nicht mehr schießen. Also man muss es sich überlegen, wie man hier plattformen will. Aber ganz ehrlich, ich bin jetzt schon richtig positiv überrascht, wie gut die Steuerung auf einmal ist. Also, ich hätte nicht gedacht, dass die Steuerung besser sein könnte, als sie schon im ersten Teil war, aber doch, die wurde besser. Hey, also du weißt zwar schon, aber du kannst mich trotzdem gegen Wände schießen und dann fress ich die Wand. Für eine kurze Zeit. Bis der sich dann denkt, oh, die Wand schmeckt ja doch nicht so gut und dann lass sie los. Oh, so viele Wege. Was haben wir denn hier? Eine Notiz. Liebes da. Ah. Okay. Cool. Ja, sobald man so ein Millimeter in den Abgrund fällt, ist man instant down. Boah, ich bin das überhaupt nicht gewohnt, so einen Double Jump zu haben. Das ist richtig cool. Boah, das macht richtig Spaß mit dem Double Jump. Sowas zu machen. Statt mit der Frog Gun zu kämpfen. So. Ja, es gibt hier immer diese Notizen. Das ist einfach so, irgendwie so ein Tagebuch, glaube ich, war das. Im ersten Teil war das ein Tagebuch von den Eltern. Beim ersten Teil hat man ja die Eltern retten wollen. Hier habe ich keine Ahnung. Wir können gleich nochmal auf der Overworld schauen. Du! Natürlich musstest du auftauchen. Habe ich recht? Was? Du kennst mich? Natürlich! Du bist der Punk! Wegen welcher unser Lord Belzebub weg ist! Jedenfalls wag es dich bloß nicht, unsere Pläne zu durchkreuzen. Wir haben alle Embleme diesem Tempel geklaut. Und mit der Kraft moderner Technologie und alter Magie bei unserer Seite werden wir ihn wieder zurückholen. Was ein Arsch! Wird doch super, wie die Coins einfach durch mich durchfliegen. Ja, wirklich, was ein Arsch? Was sollte das denn? Hey, so redet man doch nicht mit einem kleinen Mädchen. Sag mir bitte, wir können da wieder hoch. Boah, habt ihr gesehen, wie. Oh, Alter. Ich bin richtig hochgeschleudert. Ob das noch was wird? Sonst spricht lieber nochmal in den Abgrund. Ja. Weil ich habe auf jeden Fall ein paar Münzen verpasst. Ihr seht es ja oben links. Im ersten Teil war es auf jeden Fall so, wenn man was verpasst hat, dann. Ja, sorry, von der Anzahl an Sachen, die du verpasst hast, musst du alles nochmal neu sammeln. Pech gehabt. Lol. Und ich gehe mal davon aus, dass es hier genauso ist. Deshalb starte ich wieder lieber das Level nochmal neu. Und schaue mich nochmal da um, wo ich noch nicht war. Denn hier links war ich noch nicht. Hey! Was soll das? Boah, 6 Leben. Hat man immer schon 6 Leben? Ich glaube nicht. Aber ja. In dem Level ist immer wieder das gleiche wie auch im ersten Teil. Es gibt Notizen, also eine Notiz, gibt einen Schädel. Ich glaube, manchmal gibt es 2. Selten. Und ja, 2 Smaragde. Und scheinbar gibt es viel, viel mehr Münzen, habe ich gesehen. Sehr, sehr cool. Haben wir denn noch alles? Wir haben alles bis auf Deathless und Speedrun. Also wenn man das Level ganz schnell durchschafft, dann kriegt man nochmal irgendwie Flügel an dem Ding. Und wenn man dann ohne Tote schafft, das Ding da in der Mitte fühlt sich dann auf jeden Fall. Machen wir alles ganz am Ende. So wie letztes Mal. Oh, ganz viel Achievement. Coin Collector, Historian, Challenge Seeker. Haha. Weil ich ganz viele Sachen gesammelt habe. Und nochmal, Treasure Hunter. Yeah, wir sammeln natürlich alles. Okay, da unten ist die Notiz. Dear Diary. Today the flies attacked Jake and Hatter's town. I was having a lot of fun vacationing with them too. But we have to do something about this. Ja, wir müssen irgendwas dagegen tun. Also fliegen wir weiter. Oh, das ist cool. Jetzt reiten wir zu dritt. Normalerweise dieser Jake hinter uns. Jake, wie auch immer. Eigentlich ist er böse. Eigentlich ist er gegen uns. Aber wir haben uns scheinbar angefreundet. Er hat auch seine eigene Gun. So eine Schlangengun, die genauso funktioniert wie die Frog Gun. Und dass man neben Multiplayer spielen kann, ist cool. Nur, ja, ist glaube ich nicht so einfach, jemanden zu finden, der das mit einem spielt. Also bin ich ja ganz alleine. Aber ich bin, wie gesagt, positiv überrascht über dieses Game gerade. Hey, hast du auch gut deine Muskeln geübt? Du kannst hier nämlich Gymnastik machen bei dem Ding hier. Oh. Das hat er jetzt gerade aber automatisch gemacht. Das hat er gerade automatisch diesen Move gemacht. Blum. Ah, das hält mich voll. Okay.
Früher war das so, dass die Checkpoints einen komplett vollgeheilt haben und dann immer gegengelaufen ist, damit man sie vollheilt. Aber jetzt gibt's dafür Hüte. Okay. Cool. Hey, du willst auf keinen Fall von diesen Kakteen getroffen werden. Ja, die tun dir weh. Die pieksen dich auf und alles. Pass auf. Ich werde aufpassen. Auf jeden Fall. Ich frage mich schon, wie das dann Multiplayer aussieht. Ist das dann so ein Splitscreen oder so? Ja, vermutlich schon, oder? Ja, man kann auch aimen. Kann manchmal hilfreich sein. War im ersten Teil manchmal sehr hilfreich, weil immer das Spiel ja 3D war und es war ja wirklich so ein 3D-Game, wo du die Kamera dich auch bewegen konntest, um halt versteckte Sachen hinter der Kulisse zu finden. Aber hier ist das ganze Spiel so, dass die Kamera fixiert ist auf einen Punkt. Und deshalb, glaube ich, braucht man das jetzt auch nicht mehr wirklich. Aber trotzdem nett, es zu haben. So cool wie ich auch bin, ich habe auch Limitation. Du kannst mich nur, du kannst mich nur schießen oder zweimal jumpen. Naja, das habe ich auch schon erwähnt. Aber ich glaube, dass wir hier mit einem Double Jump ganz easy hochkommen. Ja. Boah, der Double Jump ist so super. Wuhu, wuhu. Da muss man gar nichts drücken. Sie macht alles automatisch. Wow. Hier zum Beispiel ist es gut zu aimen. Hä? Und da hat er das trotzdem nicht erreicht? Ah, ich kann aber Double Jumpen und skippen. Yeah. Hey. Hier muss man sogar Double Jumpen. Also aufgepasst. Werde die Folge übrigens lang halten. Das wird einer dieser Let's Plays, wo ich lange Folgen draus mache. Aber diesmal werde ich versuchen, alle ein bisschen mehr konsistent zu halten und nicht so 30 Minuten, 50 Minuten, 30 Minuten, 50 Minuten. Nur, dass du Bescheid wirst und... Au! Verdammt! Corona gefallen. Ja, aber alles, was man gesammelt hat, bleibt, egal ob man davor oder danach einen Checkpoint aktiviert hat oder nicht. Das war auch schon vorher so. Wie komme ich denn da hoch? Nee, das hilft nicht. Ich kann kurz an der Wandsacke sein, aber das hilft mir in dem Moment nicht. Moment, schauen wir mal weiter. Wo uns das hier alles hinführt. Nee, warte, stopp. Vielleicht habe ich was verpasst. Wie kommen wir da denn hin? Von dort oben vielleicht. Das heißt, ich muss hier auf die andere Seite gelangen. Also so. Hier vielleicht springen und dann... Ah, Mist. Nee, ich überlege gerade, kann man da vielleicht so einen Double Jump machen? Von einem Zaun aus? Ah. Warte, das Spiel kein Coyote-Time. Das bedeutet, du kannst nicht, während du am Runterfallen bist, springen. Also musst du... ein bisschen rumtricksen. Bisschen experimentieren, wie man das am besten macht. Ah, ich überlege gerade, wie ich das am besten mache. Nee, von da aus kriegst du es auch nicht hin. Na, ah, verdammt! Die ganzen Tode. Einer nach dem anderen. Was denkt ihr noch? Ich wäre ein Noob. Ach du meine Güte. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut, dass ich weiß, dass ich da hochkomme. Komm, wird das vielleicht funktionieren? Komm her. Ey, komm her. Boah. Das war knapp, oder? Das hätte klappen können. Ja, habe ich keine Ahnung. Gucken wir erstmal weiter. Ding, voll hier. Bisschen OP, aber na gut. Das ist wirklich so tempting. Das kann nicht sein. Komm schon. Oh, warte. Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Oh mein Gott, jetzt ist es mir eingefallen. Vielleicht ist es auch schon längst eingefallen, wie man da hinkommt. Aber ich rede ja die ganze Zeit drüber. Wir haben hier eine Frog Gun und die ist richtig cool und so. Natürlich müssen wir es mit der machen. Und zwar stellen wir uns einfach hier drauf, visieren das an. Einen Jump können wir ja machen. Ja. Einen Jump können wir machen und dann die Frog Gun aktivieren. Yes, jetzt haben wir es endlich. Ja, wir machen die 100%. Ist doch klar, oder? Hey! Es tut weh, Mann! Oh, so ein Speed, so ein, was ist das? So eine Speed-Plattform. Da rennt sie automatisch nach vorne. Ganz schnell. Okay. Aber sind wir in einer Oase. Das ist auch cool. Aber das ist immer noch blöd. Das war auch schon damals so, dass die Gegner mit Rüstung, dass die so komische Hitbox haben.
Und übrigens, ich weiß, wir haben zwar eine Frog Gun, aber unser Mädel hier kann leider nicht schwimmen. Und bei einer ersten Berührung von einer Wasserquelle denkt sie sich, Hilfe, Hilfe! Also das ist absolut gar nicht gut. Und keiner, wenn man da ohne Treffer durchkommen soll. Warte, was? Meine... Oh, cool, ich darf mich nochmal in den Abgrund begeben, weil aus irgendeinem Grund... Oh, schaffe ich es noch zurück? Mein, Kristallschädel. Mein Schattenschädel, wie auch immer die heißen. Jedenfalls der Schädel, der wurde bei mir nicht eingespeichert. Boah, das war knapp. Das heißt, ich musste nochmal neu holen gehen. Ja, ich glaube, das war sogar wirklich auch im Original so. Original, im ersten Teil. Ihr wisst, was ich meine. Ja, das spuche ich hier für euch vor. Ah, vielleicht musste ich erstmal nochmal in den Checkpoint rennen, weil alles wird zwar eingespeichert, aber die Schädel trotzdem nicht. Das war auch schon vorher so, glaube ich. Komisch. Hä? Warum glitzert das? Ist die Plattform hier nach oben? Die auch? Die beweglichen Plattformen, die glitzern so komisch. Aber warum? Ja, okay, da muss man irgendwie einen Treffer nehmen, oder? Kann das sein? Oder sollte man da vielleicht einen Gegner gegen den Kaktus werfen? Funktioniert das überhaupt? Ach, ich habe doch keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir das Level auch erfolgreich abgeschlossen haben fürs Erste und jetzt entweder nach links oder nach oben können. Sandala? Ne, Sandalia. Sandalia. Hier ist ein normales Level und hier ist ein Boss? Hey, ich bin kein Boss, ich bin ein Shop, ich bin lieb geworden. Achso. Oh, wir können hier Hüte kaufen. Und wir haben auch unter anderem neue Hüte und natürlich auch klassische alte Hüte. Aber der hier sieht ziemlich cool aus. Hey, Headlover, yeah. Und alle tragen da den Hut. Ja, ich finde das besser, wenn man sich für einen Hut entscheiden könnte pro Charakter. Aber was soll's. Ja, ja, Artworks werde ich nicht kaufen, habe ich beim ersten Mal auch nicht gemacht. Das ist zu viel Farming. Und ansonsten? Ja, ganz nett. Werd uns mal wieder. Werde ich tun, Kollege, werde ich tun. Rivers in the Desert ist übrigens das nächste Level. Ich hab gleich gewusst, dass die einen Level-Namen haben. Return of the Flies. Sand in the Boots. Also Sand in den Schuhen und Rivers in the Desert. Also Flüsse in der Wüste. Mhm. Bin mal gespannt. Ist das ein komplettes Wasserlevel wird in der Wüste? Nee. Nee, ist kein Wasserlevel. Hey, was zum... Was habe ich gerade angegriffen? Was habe ich gerade angegriffen? Aber was war's? Wer war's? Spinnende Hitspiel. Ja, sowas hätte ich eigentlich erwartet am Ziel vorhin. Na, egal. Bam. Was hast du zu sagen? Wow! Schau dir das mal an im Hintergrund. Da müssen wir doch irgendwie hinkommen. Ja, auf jeden Fall. Was hast du noch zu sagen? Oh, nice! Ich liebe Boote. Hoffentlich schwimmen wir nicht zu einem Wasserfall hoch. Na, bestimmt nicht. Oh, da ist ein Wasserfall. Also schön gut aufpassen. Ich fühle einfach die Musik gerade zu sehr. Ist nicht einfach ruhig. So, red mal bitte. Wenn du eine Richtung gedrückt hältst und B drückst, dann schießt du dorthin. Also, du meinst... Ah, das meint er, dass ich nach rechts gucke und springe, aber dann nach links nochmal schießen kann. So, ja. Ich glaube nicht, dass was Neues ist, aber kann man auf jeden Fall machen. Warte mal. Nee, okay, das sind die Wolken. Ich hatte gerade eine Plattform. Nöp, das waren nur die Wolken. Alter, wie schnell diese Boote runtercrashen. Miau. Oha. Ah, Mist. Hab ich jetzt versaut? Komm schon. Da muss ich doch irgendwie hochkommen. Ich glaube, ich hab's versaut, weil ich die Vasen kaputt gemacht habe und das zu früh war. Ich hätte da ein bisschen warten sollen, glaube ich. Nein, was zum... Ach Mädel, das schaffst du doch. Der Jump ist doch nicht schwer.
Okay, das Spiel ist immer noch ein bisschen janky. Vor allem die Frog Gun ist immer noch so ein bisschen komisch. Warum muss ich mich jetzt daran gewöhnen, dass sie so ganz anders ist als früher? Warte. Hm? War ich die ganze Zeit falsch? Muss man das nicht so machen? Hm? Ding, ding. Das kann nicht sein. Und was heißt, vielleicht komme ich von dort rechts nach da links? Nee. Hm. Wenn dann ja eher so, oder? Warte. Vielleicht sofort schießen. Wenn ich ganz oben bin. Nee. Nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Gucken wir, wenn wir oben sind, nochmal nach. Ob wir irgendwas finden, was uns helfen könnte. Wenn du den Sprungjumpen gedrückt hältst, dann kannst du höher springen. Aber das zählt nicht bei den Bouncy-Pilzen. Also bei den blauen Dingern hier. Okay. Soll das ein Hinweis sein, wie ich da rankomme? Aber das funktioniert ja nicht. Warte, das ist ein kleiner Jump, das ist ein großer Jump. Ah, nee, das hilft ja nicht. Hm. Oh! Das habe ich gleich gesehen, das Ding. Hey! Das ist ein Paras! Was macht das hier? Hilfe! Oh, man kommt einfach so nach dort links. Und hier geht's weiter. Oh. Oh. Okay. Yeah, ich hab meinen Hut. Nein, hey, stopp, stopp, mein Hut. Brauch meinen Hut. Zoom. Zoop. Moin. Moin. Hier oben ist nichts. Hätte man auch was machen können. Und wie komme ich da ran? How? Wie zur Hölle soll man da hinkommen? Denkt sie sich. Flauter. Fall on water. Okay, danke, Achievement. Ja, soll man da sterben, um das zu holen? Eigentlich doch nicht, oder? Sehr seltsam, wenn ihr mich fragt, aber okay. Ich glaube hier hin. Ja. Ist schon mal gut. Oh, die gehen kaputt. Oh, die gehen kaputt. Wow, 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 wow. Weg hier. Zip, zip. Speed. Ich habe kein Speed mitgenommen, schade. Passt schon. Plopp. Ja, ihr könnt ungefähr mit einer Welt pro Folge rechnen. Also ungefähr. Ich werde jetzt nicht drauf achten, aber. Das ist auf jeden Fall, was ich versuchen werde. Ja, jetzt habe ich den Schädel behalten. Das hat wahrscheinlich wirklich was damit zu tun, dass ich erstmal zum Checkpoint rennen muss. Aber bitte nicht ins Wasser rennen. Danke. Aber ihr scheint es ja zu gefallen. Sie lächelt ja, wenn sie darauf landet. Vielleicht gefällt es ihr so sehr, im Wasser zu landen, dass sie einfach dann aufgibt, um was anderes zu machen. Sie ist einfach so relaxed und so gechillt. Das ist jetzt, meine neue Headcanon, warum sie da nichts machen. Ihr könnt nichts dagegen tun. Mohahaha. Warte, stopp! Warum fehlen mir zwei Münzen? Och nö. Och nö, warum fehlen mir zwei Münzen? Ist hier was? Die Kamera ändert sich hier? Nee? Ach du, och nee. Muss ich jetzt das ganze Level nochmal durchsuchen nach der einen, nee, nach den zwei Münzen, die mir fehlen? Bitte nicht. Das kann doch nicht sein. Wow. Warte, stopp. Nein, das hatten wir schon. Hä? Da war gerade ein Boot in der Wand. Hast du das gesehen? Was zur Hölle? Okay, wisst ihr was? Ich gebe es auf. Ich konnte sie nicht finden. Wahrscheinlich habe ich sie ganz am Anfang des Levels irgendwo übersehen. Tja, doof gelaufen. Muss ich alle Münzen irgendwann, wenn wir die ganzen Level nochmal nachholen. Neu machen. Yay! Nicht yay, aber yay. Okay, Kopf hoch. Machen wir direkt mal mit dem nächsten Level weiter. Aber erstmal möchte ich mir noch einen Hut kaufen. Hier den Froggy. Den Froggy-Hut. Brettletum! Wir gehen in einen Tomb rein, aber ohne Raiders. Hehe. Sind wir jetzt in der Höhle? Oder in einer Ruine? Mit diesem Nachtflair, das hat was. Hey, das sieht verdächtig aus hier. Puh. Nee, Schamperlöcher gibt's hier nicht. Nicht, dass ich wüsste. Aber schau mal da. Hier ist ein Secret. Nein, ich habe den Double Jump gemacht. Ich hab vergessen, wenn man den Double Jump macht, dann
Ja, dann kann man nicht nochmal die Frog Gun benutzen. Aber ja, mit Double Jump ist er hier neu, deshalb muss mich erstmal dran gewöhnen. Ha! Sehr schön! Ganz viele rote Münzen! Und ein toter Kollege. Hey! Was sollte das denn? Das drücke in der Luft. Der ist so hält, but also attacks weight down. Oh, schaut mal, Explosive Handler. Wir können den Felsen damit zerstören. Wie zerstöre ich einen Felsen unter mir? Wie zerstöre ich einen Felsen unter mir? Da geht das nicht? Warte. Geht das überhaupt? Ich kill mich gerade nur selber. Ich glaube nicht, dass das geht. Vielleicht von der Distanz? Ach, von der Distanz könnte das vielleicht funktionieren. Yo, das geht! Oh. Das sollte man nicht kaputt machen. Ups, egal. Hey, du siehst doch diese dampfende Vase da, ne? Achso, du hast es schon herausgefunden. Ja, aber auf jeden Fall nicht explodieren. Pass auf. Jo. Ich mag aber diese Bemalungen auf dem Boden und an der Wand. Die sehen cool aus. Hey, was zum Hallo? Was soll denn der Müll? Geht's noch? Ich glaube, es hackt bei euch. Hey. Hey, ich hol meinen Hut. Ja, warum hat er nicht gewechselt zu dem Froschhut, den ich gerade gekauft habe? Hä? Hätte er nicht zu dem wechseln müssen? Liebes Tagebuch. Ah, ich hab den Tagebuch-Dinger gar nicht vorgelesen. Ups. Mach ich gleich. Kein Problem. Kein Stress. Ah, man hat jetzt auch unter sich so einen Punkt. So einen gelben Punkt oder einen roten jetzt in dem Fall, wo wir landen würden. Ah, der rote Punkt zeigt an, da landest du nicht safe. Ah. Guck dir die Sarkophagie an. Ich habe noch nie so einen gesehen. Okay. Was mit dem Krokodil dort? Hast du den schon mal gesehen? Nach links. Nee, den vertraue ich nicht. Ich hab das Krokodil einfach gerade umgebracht. Was zur Hölle? Oh, Bonus-Level. Gut versteckt. Finde ich ehrlich gesagt wirklich cooler, dass es so Teleportationspunkte sind. Habt ihr auch gerade gesehen, kann man gut verstecken. Oh. Okay, rennen wir nochmal zurück. Hey! Ich mach die Stacheln nicht. Aua, ich sterbe noch. Hey! Mein Hut! Reicht das? Oh Gott, es sei Dank, es reicht. Nicht! Damit. Aber es passt schon. Irgendwie werde ich ja wieder hochkommen, oder? Hua. Yeah. Okay. Also was erneut. Okay, sei ganz vorsichtig, SpongeBob. Sei ganz vorsichtig. Pass auf. Oh. Ah, das meint er mit den Sarkophagen-Viechern, dass man die so, Mist, so aufklappen kann. Ah. Hä? Okay, ich hab's eingesammelt, aber es sah gerade komisch aus. Aha. Na gut. Hast du schon mal einen Obsidian-Totenschädel gefunden? Wenn ja, dann renn schnell zum Checkpoint, damit du den auch einspeicherst. Okay, es ist bei Design so, dass man den verlieren kann. Warum auch immer. Aber ja, okay, ist so. Warte mal, wieso stirbt der nicht? Hä? Können die nicht sterben? Mit dieser edlen Rüstung? Seltsam. Der Double Jump ist so krass OP. Doch, die können sterben. Wenn ich drauf springe, dann sterben die. Aber wenn ich gegen andere Gegner donner, dann nicht. Ah ja. Und so? Ach so, können die auch sterben. Okay. Da unten ist noch was. Eine Vase, die ich niemals übersehen würde. Auf gar keinen Fall. Nehmen wir die Vase hier mal mit.
Die scheinen ja unendlich in meiner Hand zu bleiben. Ich hatte das so wie Bob-Oms, dass sie nach einer Zeit. Oh doch. Oh, oh doch. Aber die explodieren nicht in meiner Hand. Die sind einfach jetzt einfach so weg. Okay. Und hoch da. Schaffe ich das? Ja, immer auf den Schatten achten. Also, es ist kein Schatten. Dieser Punkt unter einem. Na, ihr wisst ja, was ich meine. Immer drauf achten. Dann schafft man deinen Jump auch. Das tut weh. Warum muss mir immer alles weh tun, ey? Ich dachte, wir sind in der spaßigen Welt von Frogguard und nicht im Real Life. Soll ich das kaputt machen? Ja, das kann ich kaputt machen. Damit wir alles Mögliche finden. Sehr gut. Haben wir alles? Nein. Nein, wir haben nicht alles. Warum fehlen mir jetzt wieder Münzen? Wo zur Hölle war jetzt hier noch Geld? Hier ist ja nichts. Hier habe ich die Vase schon kaputt gemacht. Habe ich die Vase kaputt gemacht? Ja. Die respawnt immer? Hm? Na gut, ich werde nicht einmal suchen gehen. Habe ich halt das Geld nicht. Ich bin halt ein armer Schlucker, Freunde. Ein ganz armer Schlucker. Deshalb würde ich mich riesig freuen, wenn ihr einen Like da lassen könntet. Nur für mich. Naja, egal. Machen wir weiter, würde ich sagen. Aber warum hast du mir den Hut nicht gegeben? Unlocked. Ich habe zweimal drauf gedrückt, vielleicht? Nee. Hm. Nee, warum hast du mir nicht gegeben? Idiot. Ich muss den behalten. Nächstes Level, Sandalia Pyramids. Also die Pyramiden von einer gewissen Sandalia? Okay, schauen wir mal hinein. Jetzt soll ich mal drauf achten, ob ich meinen Hut behalte oder nicht. Ja, ich behalte meinen Hut. Schön. Ja, gibt es sonst, glaube ich, die gleichen Hüte. Größtenteils. War ein bisschen schade, aber können sie ja machen. Solange es noch neue gibt, stört mich das kein bisschen. Ups, das hat wehgetan. Alles auf einmal auf mich drauf gedonnert. Aber passt. Warte mal. Nee, ich dachte, da unten wäre vielleicht was. Hier, direkt unter mir, hier. Sieht so komisch aus, aber nein, da komme ich niemals durch. Da kann nichts sein. Dann stolpern wir mal weiter. Durch das Level. Blip. So hat man sich immer geheilt. Im Vorgänger. Ja, ja. Was zum. Habe ich halt falsche Taste gedrückt? Ah, ja. Ah, ich bin es gewohnt, die Schultertaste zu drücken zum Anvisieren. Und habe außersehen R gedrückt und nicht ZR. Da ist ein Unterschied. Ah, ist aber auch sehr knapp hier bemessen, das anzuvisieren. Natürlich mussten es spitze Wände sein, die aus der Wand herausragen. Und pass auf, die tun wirklich weh. Ja, na klar tun sie weh. Warum sollen sie nicht weh tun? Boah, das ist so komisch, auf einmal 6 Leben zu haben. Ich wette mit euch, das war nicht so früher. Das war niemals so. No, no way. Okay. Hui. Ich habe schon gesehen, dass hier was ist. Deshalb bin ich ja direkt nach links gesprungen. Ding, ding, ding. Na los. Ich will da mich an die Wand schießen. Nein, nicht an die Wand. Oh mein Gott. Okay, dann double jump ich rüber. Funktioniert sogar. Ist sogar ein Grund. Yay. Hey, komm mal mit. Du bist jetzt mein Freund. Du bist jetzt Jerry. Komm, Jerry. Wir erleben mein Abenteuer. Okay, ciao, Jerry. Oh nee, komm mit. Warte. Hö? Hö? So? Ich schmeiß ihn darüber? Nein, warte. Nein! Oh mein Gott! Aber warum fühlt er denn Jerry an? Ich will das nicht. Ja, okay, jetzt ist er tot. Sorry, Kollege! Was war das denn? Wie bin ich denn? Ich bin einfach gerade gezoomt. Okay. Ja, okay, ziemlich einfach. Wie zack, wie schnell das hier geht. Zoom! Mhm. Da muss man schon aufpassen. Aber ich weiß nicht, was hier gerade an der Wand passiert ist. Das sah ja lustig aus.
haben wir denn hier? Münzen! Oh, gab es vielleicht hinter solchen Wänden noch Münzen, die ich verpasst habe? Das könnte sein, ich glaub's nicht, aber es könnte vielleicht sein. Ja. Übrigens, an der Anzahl an Münzen kann man eigentlich auch relativ gut sehen, wie lange ein Level ungefähr sein wird. Also ungefähr, nicht immer, aber manchmal kann man das. Hey, bin voll weit hochgeschaltet worden. Okay, Fall ist halt nach links, also geh nach rechts, aus Prinzip. Ich bin rebelliös. Ja, ich mache, was ich will, Spiel. Du kannst mir nichts sagen, du kannst nichts entscheiden. Oh. Aber ich muss mich jetzt dazu entscheiden, von hier unten irgendwo die Feuervase mitzunehmen. Den ganzen Weg dorthin. Und kurz rechtzeitig. Schaffe, weil kann ich keinen Double Jump damit machen? Warte. Ah, bei einem Double Jump schmeiße ich es automatisch nach unten. Ah, ja, das habe ich auch nicht gewusst. Hat er das gesagt? Kann sein, dass er es gesagt hat und ich darauf geachtet habe. Ernsthaft? Oh Mann, man kann doch einfach hochjumpen mit einem Double Jump Spiel. Schon vergessen, dass du das hast, Spiel. Oh Mann. Okay, was soll's. Haben wir das Mysterium zumindest mal gelüftet. Ne? Oh, ich liebe den Double Jump, ihr glaubt's gar nicht. Vielleicht glaubt es mir auch, ich weiß nicht, aber ich glaub mir selber nicht. Njong. Wow. Wow. Und nochmal. Wow. For good measure. Oh, warte mal, wir sind schon bei dem Boss-Level? Boah, ich speed hier komplett durch. Da, wir haben alles. Das scheint ein Bosskampf zu sein gegen... Ist doch nicht etwa jetzt... Doch. Well, well, well. Schau, wer den ganzen Weg mir bisher gefolgt ist. Natürlich, du Bartfliege. Du wirst mich General Fluff nennen. Jedenfalls wirst du dafür bezahlen, dass du versuchst, diese Embleme zurückzuholen, die ich ganz schmerzhaft alle versucht habe, zu mir zu holen. Ich übersetze sehr schlecht, aber egal, passt schon. Du verstehst ja. Hier, das ist meine neue Erfindung, der Groundstinger. Der Groundstinger? Oh, weil der aus dem Boden sticht. Hi, na? Fühlt sich gut an hier. Oh, bam, bam. Hey, das ist aber ein cooler Boss. Das ist richtig cool. Das ist ganz anders als im ersten Teil. Aber viel, viel besser geregelt. Das ist richtig cool. Wow. Bam, bam. Ich muss natürlich mal aus dem Weg gehen. Am besten jetzt schon mal den Boss lernen. Wir wissen aus dem ersten Teil, es wird ganz am Ende des Spiels als allerletztes Level nochmal einen Bossrush geben. Der war nicht einfach, kann ich euch sagen. Ja, wer weiß, vielleicht gibt's es auch nicht. Bum, bum. Oh. Du, 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 du. Aber wie gesagt, dieses Boss-Konzept und diese Art von Boss ist so viel besser als das, was man im ersten Teil hatte. Das hier gefällt mir so viel mehr einfach. Ist auch richtig kreativ, einfach so ein Auto, das uns verfolgt. Bam. Kann auch so aimen, wenn man das lieber mag. Wow. Ist auch interessant, dass man komplett nur mit dem Schultertasten spielen kann, wenn man möchte. Es gibt nicht so viele Tasten. Okay, er war jetzt verwirrt, aber es gibt nichts zu machen. Hey, wow. Hey, aua, was tat weh, du? Bösewicht. Bam, da bricht er zusammen, explodiert und wir nehmen uns ein weiteres Emblem. Und jetzt hat sich der Hut wieder geändert, ne? Ich check's nicht. Ja, er ist tot, wir haben es verstanden. Drill Fighter! Besiege den Groundstinger Achievement. Ihr seht's wahrscheinlich nicht, aber. Deshalb lese ich davor. Okay! Das war dann wohl die erste Welt, hey! Das ging ja doch schneller vorüber als gedacht. Cool. Die Level wirken aber auch auf mich ein bisschen kürzer als im ersten Teil, so um 2 Minuten verkürzt. Wenn das Sinn macht. Nehmen wir die Cool Cap. Okay, Progress. Du hast den Head Supercharger erhalten, weil du das aktiviert hast. Also es gibt wohl keine Schätze mehr. Ah doch, warte, da ist auch der Schatz. Im Wasser. Ah, den habe ich gerade geöffnet. Und wir wurden... Was?
erweitert deine maximale Heilung um einen Punkt, wenn ich meinen Hut verstärke? Was heißt das? Okay, schauen wir uns Welt 2 nochmal genauer an. Lush Columns. So ein Lush Cave aus Minecraft. Oh mein Gott, finden wir jetzt Axolotl? Crazy. Oh. Oh. Kann man hier drauf springen? Ne, da werde ich gefangen. Und dann kommen wahrscheinlich Squawks und frisst mich. Das ist nicht gut. Okay. Die Statuen sind aber cool. Die gefallen mir. So eine himmlische Figur, aber halt mit so einem Fliegenkopf stattdessen. Aber warum ist die Musik so schnell? Ich gefuckt werde? Ja. Okay. Nee, die Musik ist einfach so crazy drauf. Habe es leider nicht gesehen, was er gesagt hat. Bestimmt war das ein krasser Hinweis. Aber wir brauchen keine Hinweise. Wir sind stark genug ohne Hinweise. Pass auf, an diesem Stein kannst du runterrutschen. Wow. Also, dass er das literally gemeint hat, wusste ich nicht. Und die Schildkröte unten ist cool. Ist einfach so ein Bounce Pad. Auch nett. Hey, was willst du? Verschwinde! Oh, die Vasen sind cool. Mit dieser Pixelflügel drauf. Nice. Generell ist das Level-Design noch simpler geworden, habe ich das Gefühl. Nicht mehr so komplex und du musst dich immer umdrehen und die Kamera drehen und alles. Wow! Oh Gott, diese drehenden Blöcke mag ich überhaupt nicht. Das leitet man ja richtig von ab. Hurry up! Beeil mich doch schon! Da, Schalter offen. Und keine Sorge, ich weiß, ich habe gesagt, Wasser tötet einen, aber das ist eine kleine Pfütze. Das tut selbst ihr nicht weh. Und sie ist die empfindlichste von allen Wasser-Hatern. Ja, den Damage eigentlich ich jetzt, damit ich das sofort bekommen. Healen kann. Ah, der Schalter bleibt nicht für immer. Also Beeilung! Raus, raus! Move now! Wow, was bist du denn für einer? Aus wie ein Löwe. Also so eine Fliege in einem Löwenkostüm. So sah er für mich aus. What the hell? Oh, was? Was? Okay, das habe ich nicht ganz verstanden. Das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Wieso ist die Musik wirklich so eine Uhr? So ein bisschen gruselig. Kann er mir helfen? Ich glaube nicht. Nee, was soll man denn da machen? Habt ihr eine Idee? Lieber Livestream-Chat, habt ihr eine Idee? Warum kriege ich hier die ganze Zeit Vasen? Kann ich vielleicht eine drauf werfen? Okay, nee, leider nicht. Also ja, von hier auch schon den Rest des Levels. Und ich glaube, die Vasen sind nur dafür da, dass man den hier besiegen soll. Also ich kann den hier machen. Ja, dann wäre auch nicht. Keine Ahnung. Naja gut, ich will jetzt auch die Zeit nicht von euch verschwenden, deshalb finden wir das einfach ein andermal heraus. Oder vielleicht werden wir hier vorne auch schon die Lösung finden. Vermutlich nicht, aber wer weiß. Das ist doch easy, oder? Double Jump? Double Jump? Checkpoint, ja. Vielleicht brauche ich den Schalter auch gar nicht. Vielleicht ist er auch nichts weiter als der Schalter. Wer weiß. Wow. Das war jetzt sehr riskant von mir. Ich hätte eigentlich anvisieren sollen. Wäre safer gewesen, aber okay. Egal. Boi. Das war's. Eine einzige Münze fehlt mir. Sag mir, ist es die, die da hinten an der Plattform ist? Ist da bei der... beim roten Schalter irgendwas. Aber der wirklich schafft den Jump. Oh. Ja, fast. Okay, ich akzeptiere es. Ich habe eine Münze mal wieder verfehlt. Was soll's. Aber Freunde, wenn euch der erste Einblick in das neue Frog Gun Encore gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Und nicht nur das, vielleicht seid ihr auch noch im Original-Let's Play dabei. Müsst ihr aber nicht. Aber... könnt ihr machen.
Ach man, die eine Münze. Ernsthaft? Oh nein, ich sehe da hinten schon. Der Wasserläufer aus dem ersten Teil. Oh no.